Jo, hi. Ich habe jetzt eure Diskussion um Wahrhaftigkeit, Authentizität in Videos, YouTube im Allgemeinen etc. Doch schon längere Zeit, das heißt längere Zeit, also seit sie läuft, mitverfolgt. Und zuerst dachte ich, ja, meine Fresse, ist eine doch hochphilosophische Diskussion und ja, habe ich erst so eher aus Interesse mitverfolgt, aber inzwischen ja, ist in mir der Wunsch gereift, ebenfalls meinen Senf dazuzugeben. Für mich ist momentan die Situation sehr ungewöhnlich, weil ich arbeite mal wieder mit einer hingestellten Kamera, sprich ich quatsch eben in die Linse ohne Gegenüber. Ich mache ja im Prinzip noch nicht allzu lange Videos bei YouTube, was einfach daran liegt, vorgenommen oder der Wunsch an sich ist schon im letzten November, Dezember oder so gereift. Kamera hatte ich auch im Dezember oder Januar. Ja, und seitdem habe ich im Prinzip geübt. Ich habe über ein halbes Jahr lang habe ich geguckt, wie komme ich mit der Kamera klar oder die Kamera mit mir. Habe es auch eben wie jetzt mit einer hingestellten stationären Kamera ausprobiert. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, dann direkt so ins Freie zu sprechen. Weswegen ich auch mich spontan entschlossen hatte, quasi Vlogs zu machen mit dem richtigen Leben. Zum einen dachte ich, das kommt am authentischsten rüber. Und außerdem muss ich sagen, dadurch, dass es in Alltagssituationen war, ja, hatte ich eben die Kamera in der Hand, habe gefilmt, ob sie linksrum oder rechtsrum gedreht war, also objektiv auf mich oder auf die Dinge, die ich sehe, war oder ist mir tatsächlich egal. Wenn ich sie stehen habe und ich zum Beispiel sitze oder auch stehe und frei spreche, dann gibt es halt leichte Probleme. Und genau da hakt es ein im Prinzip, was ihr auch fast alle so meintet, das Problem ist, dass man wahrscheinlich vor der Kamera nicht authentisch ist. Ich selber denke, das stimmt nicht. Man ist natürlich authentisch, weil es gibt eben nicht nur eine Authentizität, sondern es gibt eben Authentizitäten, die situationsabhängig sind. Es war auch schon das Beispiel gefallen, wenn man auf der Bühne steht, vor Publikum, man verhält sich anders. Man verhält sich anders im Job, man verhält sich anders im Zusammenhang mit Freunden, man verhält sich anders im Zusammenhang mit Familie und man verhält sich auch anders im Zusammenhang mit einer Kamera. Ich glaube, da kann man nicht sagen, ah ja, vor der Kamera, da spreche ich anders, da bin ich nicht authentisch. Doch, das ist halt, wie ich glaube, Toni sagte das, das ist halt die Kamerapersönlichkeit oder Kameraauthentizität. Und das kann man, glaube ich, auch nicht ablegen oder nicht verändern, weil wie wir sind, ist eben situationsabhängig. Wie gesagt, ich habe Blogs aus dem richtigen Leben, also Vlogs aus dem richtigen Leben aufnehmen wollen und dachte, das ist am authentischsten, aber nein, stimmt nicht. In dem Moment, wo die Kamera mit dabei ist, habe ich automatisch einen Störfaktor, irgendwas ist anders. Es geht halt schon damit los, dass wenn ich eine Flipcam oder eine Handycam mit dabei habe, ich habe nur noch eine Hand, um irgendwas zu tun. Deswegen gibt es halt seit dem ersten Vlog, was ich veröffentlicht habe, es gibt halt ein geflügeltes Wort halt, ne? Die Sache mit der zweiten Hand. Als meine Freundin sagte, naja, leg das Ding doch weg, weil mit zwei Händen geht es besser. Es ist halt so, mit zwei Händen agiere ich schon mal anders. Insofern ist eine Hand belegt und das auch noch mit einer Kamera. Agiere ich anders, habe ich auch noch eine Kamera, die auf mich gerichtet ist, ja, agiere ich noch mal ein bisschen anders. Insofern, ja, ist das authentisch? Ja, nein. Doch, es ist authentisch, weil ich reagiere nämlich so, weil ich eine Kamera dabei habe. Insofern ist es Kameraauthentizität. Ich habe ein anderes Problem. Als ich meine ersten Videos mir angeguckt habe, schon als ich noch geübt habe, ich habe da zwar mich gesehen, so wie ich mich aus dem Spiegel kenne oder von Bildern kenne, aber ich habe mich nicht gehört. Das finde ich ein viel größeres Problem. Ja, das
wenn ich meine Videos sehe, sehe ich irgendwie nicht mich. Ich meine, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Ich weiß, das ist meine Draußenstimme, also die Stimme, die ihr hört, die Leute hören, die mit mir sprechen, die mit mir telefonieren, sonst was. Der Einzige, dem diese Stimme komplett fremd ist und der auch echt Schwierigkeiten daran hat, sich zu gewöhnen, bin ich. Aber ich denke mal, das dürfte jedem gehen. Ich finde, das ist, da habe ich so ein Authentizitätsproblem. Ja, ich muss auch mal gucken auf meine Notizen, weil ich hatte mir nämlich auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Das ist die Sache mit dem Monolog. Ich halte ja jetzt im Prinzip auch ein. Das hatte, glaube ich, der Uwe oder auch der Toni gesagt. In dem Moment, wo ich mit der Kamera spreche, halte ich ja einen Monolog. Und deswegen habe ich da quasi eine bestimmte Persönlichkeit. Ich finde, es ist sogar so in dieser Situation jetzt hier noch viel schwieriger, weil ich halte ja nicht nur einen Monolog, sondern in dem Moment, wo ich nur mit einer Kamera spreche, klar, habe ich keinen Gesprächspartner, der mir antwortet, insofern kein Dialog, aber ich habe ja eben nicht mal das, ich habe niemanden, dem ich irgendwas darlege, außer den Leuten dahinter, die irgendwann mal das Video sehen. Ich habe niemanden, den ich überzeugen oder dem ich irgendwas erklären muss, weil ich spreche ja im Prinzip mit mir selber. Also ich führe ja ein Selbstgespräch und alles, was ich sage, weiß ich ja schon, weil deswegen sage ich es ja. Insofern, ich brauche mich nicht überzeugen, ich brauche mir nichts erklären, weil ich weiß es schon. Eventuell benutze ich mich selber als Gegenpart für irgendwelche Gedanken, aber eben in dem Moment, wo ich in eine Kamera quatsche, habe ich das ja eigentlich abgeschlossen, beziehungsweise das ist erledigt. Insofern spreche ich als einzige Möglichkeit mit mir selbst und das ist ein wenig fruchtbares Gespräch, weil ich kann mich nicht überzeugen, ich kann mir keine Neuigkeiten erzählen, weil das weiß ich alles schon, weil das bin alles schon ich. Insofern denke ich, ist diese Kamerasituation als Monolog noch einen Zacken viel, viel schärfer. Also wie gesagt, also ich denke, auch diese Kamerapersönlichkeit ist authentisch, weil ich bin vor der Kamera und so wie die Kamera mich beeinflusst und wie ich dann agiere, das bin halt ich und das ist authentisch. Meine Freundin hat auch zu mir gesagt, ja, vor der Kamera, das bist nicht ganz du, also wenn ich rumlaufe und meine Kamera in der Hand habe. Weil es ist halt so, man hat plötzlich doch mal kurz, sieht man die Kamera und hat den Drang, kurz was zu erklären, was man normalerweise in der Situation eben nicht machen würde. Oder man kann sich auch nicht zusammenreißen, vielleicht irgendeinen blöden Spruch oder dummen Witz zu machen, den man vielleicht in der Situation nicht gemacht hätte, aber weil man gerade die Kamera in der Hand hat und weil man weiß, es wird konserviert, bringt man es halt. Aber trotzdem finde ich, ist es authentisch, weil das ist eben man selber in eben diese Situation. Und wie ich schon gesagt habe, es ist einmal meine Authentizität, wenn ich meine Vlogs mache, indem ich draußen, was weiß ich, Rasenmähen vorbereite oder sprengen und ich habe meine Cam in der Hand oder wir fahren zum Tauchen oder ich sitze kurz im Auto und quatsch was. Da habe ich allerdings nicht so eine hohe Hemmung wie jetzt in dieser Situation, wo ich eben gegen ein Kamerastativ quasi spreche. Stringenz im Kanal. Um einen erfolgreichen Kanal zu haben, um einen interessanten Kanal zu haben oder um seine Abonnenten bei der Stange zu haben, war eben so dieses, ja, soll man was Bestimmtes machen und wenn man davon abweicht, was passiert oder was passiert nicht. Ich sag mal, generell ist es so, okay, wir können sagen, ach, Abonnenten, viele Abonnenten zu haben, interessiert mich eigentlich nicht. Das mag sein. Mich interessieren jetzt in erster Linie bei meinem Video machen auch nicht die Abonnenten, aber Toni hat es gesagt und ich glaube der Uwe auch. Letztlich ist es so, nein, interessieren oder darauf hinarbeiten, arbeiten wir vielleicht nicht, aber was so ein bisschen wichtig ist, ist vielleicht auch die Views, weil letztendlich ist es so, wir machen die Videos zum einen für uns, aber eigentlich machen wir sie auch für andere. Also sie sollen ja auch gesehen werden. Insofern sind vielleicht die Abonnenten nicht unbedingt das Wichtigste, aber hätten wir auch keine Views, denke ich mal, würden wir auch schon ein langes Gesicht machen. Ein Freund von mir sagt dann immer, oder hat einen Spruch, den er ab und zu bringt, wenn keiner hinguckt, brauchst du auch die Hose nicht runterlassen. Insofern, das stimmt schon.
Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt in meinem Kanal, okay, er läuft seit einem Monat, auch nicht wahnsinnig viele Abonnenten, ich glaube unter 10, muss aber sagen, dass zum Beispiel die Videos selber doch durchaus schaffen, in den dreistelligen Viewer-Bereich zu kommen. Und ich sag mal, freuen, das tut mich das einfach schon. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt auf ein Höllenmaß an Views abgesehen habe, aber ja, sage ich einfach, freuen tut's mich. Und ich freue mich auch einfach über jedes Abo. Wieder zurück auf die Strickgets im Kanal. Also ich persönlich kann das zum Beispiel sagen, wird bei mir einfach nicht so sein, weil ich habe mit dem Blog angefangen und hatte eigentlich tatsächlich eine Vorstellung, dass ich halt ein, wie auch immer geartet, vielleicht Technikblog von mache, weil ich einfach daran, ich bin Programmierer, insofern lag das halt nahe. Dann ist es mir ein paar Mal passiert, dass ich halt auch andere Sachen da reingeschrieben habe und gesagt habe, naja, passt ja eigentlich nicht, okay, machst du noch eine Kategorie. Dann waren da witzige Urlaubsbegebenheiten drin und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn du immer nur zu einem Thema was schreibst, in dem Moment, wo es kommt, musst dir da was zu einfallen und musst du auch noch dran denken, das zu veröffentlichen. Und auf der anderen Seite müsste ich mir verkneifen, irgendwas anderes zu veröffentlichen. Ja, und insofern hat sich mein Blog quasi komplett umgebaut, eben zu Zeug und alles Mögliche und Tauchen. Ja, das heißt also, in dem Blog taucht schon alles Mögliche auf von anderen Leuten, wenn irgendwas gerade politisch ist, was mich irgendwie interessiert oder was weiß ich, es hat der Hund auf der Straße gekotzt, halt solche Sachen. Kommt da alles irgendwie rein, weil ich das irgendwie loswerden muss, loswerden will, da auch andere Leute daran teilhaben lassen will. Ja, und im Prinzip das Gleiche ist dann so im letzten Jahr als Wunsch gewachsen und dann hat es fast ein Jahr gebraucht, bis es realisiert wurde, nämlich die Inhalte auch als Vlog, als Videolog zu transportieren, einfach weil. Was mir gefehlt hatte, ich stecke zwar in dem Text, den ich schreibe, aber das Ich fehlte dabei. Und ich sag mal, ich bin vielleicht nicht besonders egozentrisch oder egoman, aber wenn man sich schon mitteilen will, dann möchte man sich vielleicht auch sich mit einbringen als Person. Und naja, aber das fehlte halt das Bild einfach. Ich hätte natürlich noch diverseste Bilder jeweils zu den Texten dazu packen können. Naja, insofern bin ich den Weg übers Video gegangen. Das heißt also, ja, so ein bisschen zeigen von mir selber will ich auch. Also ich will mich zeigen und dazu halt das, was ich so an Gedanken habe, tue und mache. Geht so ein bisschen in diese Richtung Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Ich habe da so ein bisschen ein Problem mit den Worten. Also die Gemeinschaft der Wahrhaftigen, wie Uwe das formuliert hat. Gemeinschaft, okay, gehe ich mit. Austausch, alle haben irgendwie die gleichen Interessen und machen irgendwas in Ordnung. Mit dieser Wahrhaftigkeit, da habe ich so eine leichte Schwierigkeit, weil auf der einen Seite, wenn ich eine echte Person habe, die, sage ich mal, auch authentisch rüberkommt, das, was die mir von sich erzählt, kann zum Beispiel kompletter Fake sein. Das heißt also, ich weiß, die Person, die da sitzt, heißt XY und sie sitzt da auch selbst, okay, das weiß ich, aber das, was sie erzählt, kann kompletter Nonsens sein oder sag ich mal, kompletter Fake sein. Das heißt also, jemand scheint wahrhaftig, aber das, was er von sich gibt, ist alles, aber eben nicht wahrhaftig. Wohingegen zum Beispiel eine Fake-Person, also eine Kunstfigur, die jemand geschaffen hat, mit Namen, mit eigenem Background, das, was die als Stellvertreter von ihrem Schöpfer von sich gibt, kann durchaus die Wahrheit und wahrhaftig sein. Also ich würde erstmal bei nichts, was ich hier bei YouTube zum Beispiel sehe, eine gewisse Wahrhaftigkeit reinstecken. Ich nehme das hin, nehme bestimmte Brocken daraus für mich mit oder nicht mit. Also jetzt, wenn es um so, sage ich mal, Gesprächsvideos geht, wie hier. Ansonsten ist es halt so, es ist ein großes Stück weit einfach Entertainment. Mehr ist es einfach nicht. Ja,
das war's. Ich habe mich eingeklinkt. Ich glaube, dieses Video brauche ich nicht groß schneiden. Ich hoffe nur, dass es nicht zu lang geworden ist. Und tja.